Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 36 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Und heute soll es um den Fall Oscar Wilde gehen. Ich persönlich kenne keinen schlimmeren, anrührenderen Absturz aus den Höhen der Gesellschaft in die Tiefen eines Gefängnisses, in Alkoholismus, in Obdachlosigkeit, als den Fall von Oscar Wilde. Oscar Wilde wurde geboren am 16. Oktober 1854 und ist gestorben am 30. November 1900 im Alter von 46 Jahren. Und er ist so früh gestorben, weil er ins Gefängnis kam in England. Er wurde angeklagt am 3. April 1895 und wenig später, am 25. Mai des Jahres, zusammen mit einem anderen jungen Mann wegen grober Unanständigkeit für schuldig befunden und zu 2 Jahren Gefängnis, Zwangsarbeit verurteilt. Der Aufenthalt im Gefängnis war so schlimm, dass er schließlich in Meningitis wenige Jahre nach seiner Freilassung auch gestorben ist. Zunächst einmal etwas über sein Leben und seinen Aufstieg in die High Society Englands. Oscar Wilde war Ire, geboren in Dublin. Seine Eltern waren Intellektuelle und er lernte schon ganz früh fließend Französisch und Deutsch sprechen. Er konnte dann eben auch Stücke auf Französisch schreiben. Ich habe ihn in einer Zeichensetzung über das Stück Salome gesprochen, habe ihn davon erzählt. Er studierte in Dublin am Trinity College und ging dann nach Oxford. Und ihn interessierte vor allem die aufkommende Philosophie der Ästhetik, der sogenannte Ästhetizismus, auf den ich noch zu sprechen kommen werde. Er kam dann sehr schnell nach London in sehr moderne kulturelle Kreise und zeichnete sich aus durch seine Literatur, seine Lebensweise, seine Bonmots, seinen bissigen Witz, seine extravagante Kleidung und seine glänzenden Konversationsfähigkeiten, die ihn zu einem der beliebtesten Teilnehmer an den Partys der englischen High Society machte. Er wurde schließlich sogar in die USA und Kanada eingeladen, um Vorträge zu halten über diese Art von Lebensstil, über den Ästhetizismus. Und Anfang der 90er Jahre war er der angesagte Literat in England. 1890 kam sein Roman heraus, Das Bildnis des Dorian Gray. Und zahlreiche Theaterstücke wurden genau in dieser Zeit auf die englischen Bühnen gebracht. Gesellschaftskomödien, die englische High Society auch kritisch darstellten. Und das spätviktorianische London bissig kommentierten. Noch während eines seiner berühmtesten Stücke aufgeführt wurde in London, The Importance of Being Earnest, 1895, wurde er verklagt, beziehungsweise er selbst zunächst verklagte den Vater eines seiner Liebhaber. Sein Liebhaber war damals Lord Alfred Douglas. Und der Vater dieses Bosie genannten jungen Mannes war der Marquess of Queensberry. Und dieser Vater hatte ihn angeklagt als Sodomit, als Homosexuellen. Wilde hatte daraufhin ihn wegen Verleumdung angeklagt. Der Anwalt von Queensberry konnte aber Beweise ans Tageslicht bringen, die zeigten, dass
weil tatsächlich nun homosexuelle Handlungen vollzogen hatte. Und schließlich wurde er eben zu 2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Das war damals die Höchststrafe. Er wurde inhaftiert von 1895 bis 1897. Im Gefängnis bekannte er sich zur Religion, zu Gott. Aus dem Gefängnis entlassen, reiste er nach Frankreich, wo er dann auch bis an sein Lebensende blieb. Er hat dann noch 2 Werke geschrieben, einen großen Brief und ein langes Gedicht, die aber nicht so berühmt geworden sind wie die Theaterstücke und sein Roman über Dorian Gray. Zum Schluss hat er in Paris gewohnt, in einem kleinen, schmuddeligen Hotel, in der Rue des Beaux-Arts in Saint-Germain-des-Prés, also im Studentenviertel. Er gab alles Geld, was er besaß nicht mehr viel, aus für Alkohol und auf Menschen, die ihn von früher kannten und die ihm zufällig in Paris über den Weg liefen, muss einen entsetzlichen Eindruck hinterlassen haben. Es ist wirklich ein tragisches Schicksal. Es ist ein haushoher Sturz aus den Höhen der besten englischen Gesellschaft. Umschwärmter Liebling war er in die tiefsten Tiefen englischer Gefängnisse. Und das ist also so erschreckend, kenne ich das, ich persönlich sonst keinen anderen Fall. Oscar Wilde war eben, wie gesagt, berühmt als Dandy. Er trug seine Haare offen, so kinnlang. Er verachtete alle männlichen Sportarten, obwohl er körperlich ganz gut drauf gewesen sein muss. Ich konnte sich zum Beispiel auch mal gegen mehrere Angreifer allein verteidigen. Er schmückte sein Zimmer mit Pfauenfedern, Lilien, Sonnenblumen und Porzellan und anderen Kunstgegenständen. Die Fotos, die man von ihm hat, zeigen ihn in schmachtenden Haltungen und auffälligen Kostümen. Er posierte sehr gern und das wurde ihm schließlich so auch zum Verhängnis. Nach dem Abschluss in Oxford kehrte Wilde zunächst nach Dublin zurück, wo er eine Jugendliebe fand, wieder traf Lawrence Balcombe, die dann den berühmten Autor Bram Stoker geheiratet hat. Wilde war enttäuscht und erinnerte sich immer wieder gern an die 2 süßen Jahre, die süßesten Jahre meiner ganzen Jugend. Mit dem letzten Teil seines Erbes aus dem Verkauf der Häuser seines Vaters kaufte er ein Haus in Chelsea in London, in der Tite Street Nummer 1, das ist heute die Nummer 44. Chelsea ist eines der angesagtesten und teuersten Viertel heute in London. Lily Langtry, eine der glamourösesten Frauen Englands in jener Zeit, beschrieb ihn als bemerkenswert, faszinierende und überzeugende Persönlichkeit. Und sie sagte, dass die Klugheit seiner Bemerkungen durch seine Art, sie zu übermitteln, einen Mehrwert erhielt. Damals war, wie gesagt, der sogenannte Ästhetizismus in Mode. Ästhetizismus meint, dass man sein ganzes Leben bis in die kleinsten Kleinigkeiten nach dem Prinzip der Schönheit, der kunstvoll hervorgerufenen Schönheit organisierte. Und das gelang Wilde, sodass er dann eben auf eine Vortragsreise durch Nordamerika eingeladen wurde und die auch 1882 antrat. Ursprünglich sollte er nur 4 Monate bleiben, aber dann blieb er fast ein ganzes Jahr. Er zeigte in seinen Vorträgen, dass er gewillt war, die Schönheit, die er in der Kunst sei, in das tägliche Leben zu übertragen. Es war ein philosophisches Projekt, gemäß dem, was wir schon in früheren Zeichensetzungen besprochen haben,
nämlich in dem Moment, wo sich Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen Gott offiziell und damit das Gute und Schöne erkenntnistheoretisch aus der Welt verabschiedet, überlässt Gott die Welt dem Menschen, der nun vor allem als Genie verpflichtet ist, die verlorene göttliche Schönheit in die Welt zurückzutragen. Und der Ästhetizismus hat das nun eben bis ins Detail, bis ins alltägliche Leben versucht. Man umgibt sich mit blauem Porzellan, mit Lilien, die Innenarchitektur, alles ist wunderschön organisiert. Und eine Frau hat über Wilde geschrieben: Wilde neckte seine Leser mit der Behauptung, dass das Leben die Kunst imitiert und nicht umgekehrt. Und die Literatur hat uns das gelehrt. Wilde unter anderem hat diese Maximen durchgeführt. Das Leben eines Dandy, dessen Leben ein Kunstwerk war, tadellos gekleidet, manieriert. Diese Haltung und diese Grundüberzeugung, das Leben als menschliches Konstrukt zu begreifen, als ein Kunstwerk, die Wirklichkeit als subjektive Hervorbringung des Menschen zu begreifen, der nun verpflichtet ist, sie sozusagen in Schönheit zu gestalten, das ist ihm, denke ich, dann auch letztlich zum Verhängnis geworden. Genau. Dieses Moment des Ästhetizismus widersprach nun eben auch elementar der fortschrittlichen, utilitaristischen Haltung des industriellen Zeitalters, wo es nur um materielle Dinge ging, um Geld, um Export, um ja, Fabrikerzeugnisse. Nun wurde Wilde 1891 einer jungen Dame vorgestellt, 1881, Entschuldigung, 1881 Constance Lloyd vorgestellt, der Tochter eines Anwalts, der Königin. Sie trafen sich im Dublin 1884 wieder, wo Wilde Vorlesungen hielt am Gaiety Theatre. Er machte ihren Heiratsantrag und sie heirateten am 29. Mai 1884 in London. Wilde war damals schon führte damals schon ein Leben, ein luxuriöses Leben und prägte sein neues Zuhause nach den neuen Maßstäben, alles kunstvoll perfekt zu gestalten. Die Nummer 16, jetzt in der Tite Street, wurde in 7 Monaten mit erheblichem Aufwand renoviert. Und das Paar hatte 2 gemeinsame Söhne, Cyril 1885 und Vivian 1886. 1886 lernte Wilde in Oxford Robert Ross kennen. Der war damals 17 Jahre jung und homosexuell. Und so heißt es, er habe Wilde zur Homosexualität geführt. Wilde hing schon lange dem griechischen Ideal der Liebe zwischen einem intellektuellen älteren Mann und einem jungen Mann an. Und hinzu kam, anscheinend war Wilde nach der zweiten Schwangerschaft seiner Frau ins Wanken geraten in ihrer Attraktivität und er wendete sich nun jungen Männern zu. Das hinderte ihn nicht, gerade nicht, sich eben auch The Women's World zuzuwenden. Er gab 1887 eine Zeitschrift heraus, in dem es um Mode und Kunst ging, also um die Welt des Weiblichen, wie es in London in der Zeit geliebt wurde.
Er war Freund von berühmten Künstlern. Es gibt eine sehr nette Anekdote über ihn und den bildenden Künstler James McNeill Whistler. Die beiden haben oft zusammengesessen und zusammen gegessen, und bei einer dieser Gelegenheit soll Whistler gesagt haben, etwas so Witziges gesagt haben, dass Wilde geäußert hat, dieses Bonmot hätte er selber gern erfunden. Und Whistler hat darauf erwidert, du wirst, Oscar, du wirst. Ein Freund, der auch bei diesem Essen war, kolportierte das und sagte, dass Wilde die Angewohnheit habe, sich die Bonmots anderer Leute zu eigen zu machen. Worauf ja, Wilde unglaublich wütend war, das als Verrat betrachtete, und es kam zum Zerwürfnis zwischen allen drei Männern. Wie gesagt, sein Witz, seine Fähigkeit zu intelligenten, auch tiefgründigen Bonmots war berühmt in jener Zeit und machte sein ganzes Renommee aus. 1891 war nun sein Annus Mirabilis, also das Jahr, in dem er besonders berühmt und begehrt war. Ja, ich habe gesagt, in dieser Zeit schrieb er auch das Theaterstück Salome. Er wurde in Paris in die illustren literarischen Kreise aufgenommen, lernte Stéphane Mallarmé kennen, einen berühmten Poetiker in jener Zeit. Und er schrieb eine Reihe ganz intelligenter, spritziger, geistreicher Komödien, die eine Kritik auch an der spätviktorianischen Gesellschaft verpackten. Berühmt ist Lady Windermere's Fächer, uraufgeführt 1892 im Februar. Eine witzige Komödie, in der die sozialen Codes der High Society aufgeweicht werden. Ein enorm beliebtes Stück, das monatelang durch England tourte. Durch den Erfolg des Stückes verdiente Wilde im ersten Jahr allein 7.000 Pfund. Das entspricht heute ungefähr 780.000 Pfund. 1839 folgte dann die Komödie A Woman of No Importance, wo es auch um uneheliche Geburten, falsche Identitäten geht, um Enthüllungen. Dann 1894, 95 ein Ideal Husband, ein idealer Gatte. Auch da geht es um die Doppelmoral der High Society in England. Das war sehr beliebt, aber natürlich musste die High Society auch einiges schlucken, wenn sie diese Komödien sah. Wie gesagt, 1895 erfolgte dann der Absturz aus diesen Höhen in die tiefsten Tiefen. Es kam zum ersten Promi-Prozess wegen unanständigen Verhaltens. Nun hatte Wilde 1891 Lord Alfred Douglas kennengelernt, der damals Student in Oxford war und Bosie genannt wurde. Ein gut aussehender und sehr verwöhnter junger Mann. Es entstand eine innige Freundschaft, und 1893 war klar, dass Wilde in Douglas verliebt war. Eine stürmische Affäre bahnte sich an, die relativ indiskret geführt wurde und eben auch bis in die Öffentlichkeit drang. Wilde gab jeder Laune von Douglas nach, so heißt es, materiell, künstlerisch und so heißt es auch sexuell. Und Douglas führte Wilde nun in den viktorianischen Untergrund der schwulen Prostitution ein, also in die Slums. Und Wilde wurde nun 1892 auch einer Reihe junger männlicher Prostituierter
vorgestellt aus der Arbeiterklasse. Junge Männer, junge Jungs eigentlich noch, minderjährige Jungs, heute sind das minderjährige Jungs, 15, 16 Jahren, auch damals schon minderjährig. Wilde hat sich mit diesen Jungs getroffen, ihnen Geschenke gemacht, man hat gemeinsam gegessen und dann verbrachte man eine Zeit in einem Hotelzimmer. Während seine Beziehungen zu den anderen Homosexuellen sehr ästhetisiert wurden, zu Ross, John Gray und Douglas zum Beispiel, waren diese Jungs aus der Arbeiterklasse absolut ungebildet, hatten keine Ahnung von Literatur. Und das fand Wilde ausgesprochen anregend. So hat er im Gefängnis dann auch geschrieben, es war wie ein Schlemmen mit Panthern. Die Gefahr war die halbe Aufregung. Nun geriet diese Affäre dem Marquess of Queensberry, dem Vater von Bosie, zu Ohren. Ein sehr brutaler Mensch, der sich zum Beispiel auch sehr für das Boxen interessierte und da auch moderne Regeln des Boxens einführte, die Grundlage der Boxkämpfe, wie wir sie bis heute kennen. Das erwähne ich, weil das nachher für eine Bemerkung von Wilde eine Rolle spielt. Und Queensberry stritt sich nun regelmäßig mit seinem Sohn und konfrontierte nun Wilde und Bosie mit der Natur ihrer Beziehung. Wilde konnte ihn zunächst besänftigen, dann aber besuchte der Marquess Wilde privat in der Tite Street 16 im Juni 1894 und stellte ihn zur Rede. Er sagte wohl zu Wilde, ich sage nicht, dass sie es sind, aber man sieht ihnen an und sie posieren so, was eben genauso schlimm ist. Und wenn ich sie und meinen Sohn wieder in irgendeinem öffentlichen Restaurant erwische, werde ich sie verprügeln. Und darauf hat Wilde eben geantwortet, ich weiß nicht, was die Queensberry-Regeln sind, aber die Oscar-Wilde-Regel lautet, aus Sicht zu schießen. Das ist eben eine Anspielung auf die Boxregeln, die Queensberry eingeführt hatte. Genau. Und mit einem Bonmot antwortet Wilde, wie man es von ihm kennt. In seinem Bericht, den er im Gefängnis geschrieben hat, beschreibt er diese Begegnung in der Tite Street ein wenig anders. Es war, als ihr Vater, so schreibt der Bosie, in meiner Bibliothek in der Tite Street seine kleinen Hände in epileptischer Wut in der Luft schwenkend dastand und jedes schmutzige Wort aussprach, das seinem verdorbenen Verstand einfiel und schrie, die abscheulichsten Drohungen schrie, die er hinterher mit solcher List ausführte. Queensberry behauptet, Wilde habe feige gehandelt während jenes Streites, aber Wilde erkannte, dass er nun in einen brutalen Familienstreit verstrickt wurde und dass eine Konfrontation in der Öffentlichkeit für ihn zur Katastrophe führen würde. Das kam dann auch so, denn Queensberry plante, in einer Aufführung im Theater Wilde öffentlich zu beleidigen, indem er den Schauspielern auf der Bühne einen Strauß faulenden Gemüses zu Füßen werfen wollte. Wilde wurde gewarnt, Queensberry wurde der Zugang zum Theater verwehrt, aber kurze Zeit später kam es dann zu einer entscheidenden Begegnung. Am 18. Februar 1895 hinterließ der Marquess von Queensberry seine Visitenkarte in dem Club, den Wilde gewöhnlich besuchte, und schrieb auf diese Visitenkarte "For Oscar Wilde posing some domit", also
für Oscar Wilde, der wie ein Sodomit posiert, sich gibt. Queensberry war so ungebildet, dass er nicht mal das Wort Sodomit richtig schreiben konnte, sondern er schrieb Somdomit. Was dann immer wieder auch in dem nachfolgenden Prozess so zitiert wird. Dieser Prozess, der dann folgte, ist sehr gut belegt und deswegen kann ich Ihnen auch in der Folge genaueres daraus berichten. Nun wurde Wilde von Bosie stimuliert, gegen seinen Vater eine Anklage einzureichen, weil das eben eine Anspielung auf das Verbrechen der Sodomie war und das könne Wilde so nicht auf sich sitzen lassen. Queensberry wurde daraufhin festgenommen und wegen Verleumdung drohte ihm eine mögliche Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. Er konnte dieser Strafe nur entgehen, wenn er bewies, dass seine Anschuldigung richtig war. Und nun nahm er sich einen der besten Anwälte, die London hatte, nämlich den Kronanwalt Edward Carson, einen der besten Anwälte, die London hatte. Und der engagierte nun Privatdetektive, die Beweise für Wildes homosexuelle Beziehungen finden sollten. Das taten sie auch. Wildes Freunde wussten davon und rieten Wilde, nach Frankreich zu fliehen. Aber Wilde und Douglas, Bosie, wissen das von sich und Wilde sagte, in solchen Situationen sieht man mal wieder, wer seine wahren Freunde sind. Nun, dieser Verleumdungsprozess wurde zu einem cause célèbre, einem der ersten Promi-Prozesse, in dem Details aus dem Leben einer prominenten Persönlichkeit in die Presse kamen und einen Skandal hervorriefen. Die Privatdetektive, das war ein neuer Beruf, der auch erst im 19. Jahrhundert erfunden wurde, konnten nun zeigen, dass Wilde Verbindungen hatte zu männlichen Prostituierten, zu Crossdressern, dass er sich in homosexuellen Bordellen aufgehalten hatte. Man rief Zeugen vor Gericht und die mussten nun aussagen. Der Prozess wurde am 3. April 1895 im Old Bailey vor Richter Richard Henn Collins eröffnet. Der Gerichtssaal war der Presse und der Öffentlichkeit geöffnet und es kam zu wilden Szenen, schon bei der Eröffnung. Wilde hatte Douglas 2 Briefe geschrieben, die zitiert wurden von der Verteidigung des Vaters, die sozusagen als anstößig präsentiert wurden, aber Wilde konnte das abwenden oder glaubte, das abwenden zu können, indem er sagte, das sind Werke der Dichtung, ein Prosasonett und mit poetischer Sprache geschrieben. Man habe ihm diese Briefe gestohlen und ihn sogar versucht, damit zu erpressen, aber er habe den Erpressern 60 Pfund angeboten. Das sind immerhin so um die 7.000 Pfund heute, was ungewöhnlich sei für ein Prosastück dieser Länge. Also er spielte alles sehr ironisch herunter. Der Anwalt von Queensberry, Carson, war übrigens auch ein Kommilitone von Wilde während seiner Unizeit in Dublin gewesen und nahm Wilde nun wirklich in die Mangel, indem er ihn auf die Moralität seiner literarischen Erzeugnisse ansprach. Und Wilde antwortete ihm mit den üblichen Bonmots, mit Witz und Leichtfertigkeit und sagte, seine Kunst, seine Literatur sei weder moralisch noch unmoralisch. Überhaupt könne das gar keine Kunst sein, sondern Kunst sei nur entweder gut oder schlecht.
Und nur Unmenschen und Analphabeten könnten andere Ansichten von Kunst haben und die seien eben unberechenbar dumm. Das machte ihn nicht gerade beliebt, auch im Publikum. Und nun konnte Carson diese ganzen Diskussion aus dem ästhetischen Kontext nehmen und Wilde als dekadent, moralisch indiskutabel zeichnen. Wilde erzielte die meisten Lacher vor Gericht, aber Carson hatte juristisch gesehen den Vorteil. Er konnte sogar Wilde zum Eingeständnis zwingen, dass er eine Lust am Posieren habe, Posing, eben weil er unter Eid über sein Alter gelogen hatte. Dann ging Carson zu sachlichen Beweisen über und befragte Wilde nun über seine Freundschaften mit den jüngeren Männern. Wilde gab zu, dass er sie die Vornamen kannte, dass er sie mit Geschenken überhäufte, bestand aber darauf, dass nichts Ungewöhnliches passiert sei. Befragt, warum er sich sozusagen den jungen Männern der Arbeiterklasse genähert habe, sagte er, Wilde, er glaube nicht an soziale Barrieren und genieße einfach die Gesellschaft junger Menschen. Und als Carson Wilde direkt fragte, ob er einen bestimmten Jungen geküsst habe, antwortete Wilde, oh nein, nein, er war ein besonders unscheinbarer Junge, leider hässlich, ich habe ihn dafür bemitleidet. Worauf Carson sofort nachfragte, ob denn die Hässlichkeit des Jungen relevant gewesen sei für ihn. Und daraufhin wurde Wilde zum ersten Mal unsicher und nervös und warf Carson vor, dass er ihn zu beleidigen versuchte, ihn zu verunsichern versuchte und dass er leider eben manchmal Dinge leichtfertig sagte, wenn er sie ernsthafter aussprechen sollte. Carson gab bekannt, dass er mehrere männliche Prostituierte gefunden hatte, die aussagen würden, dass sie Sex mit Wilde hatten. Und daraufhin ließ Wilde seine Anklage fallen. Queensberry wurde für nicht schuldig befunden. Die Anschuldigung, dass Wilde sich als Sodomit ausgab, posierte, sei gerechtfertigt, im Wesentlichen und tatsächlich wahr. Nun, der Freispruch von Queensberry bedeutete, dass Wilde nun sämtliche Kosten für diesen Prozess und für die Verteidigung tragen musste, was ihn eigentlich bankrott machte. Sofort, nachdem er das Gericht verlassen hatte, wurde ein Haftbefehl gegen ihn ausgesprochen wegen Sodomie und grober Unanständigkeit. Nun rieten alle Freunde, Wilde sofort nach Dover zu fahren und ein Boot nach Frankreich zu nehmen. Nur Wildes Mutter riet, ihm zu bleiben und zu kämpfen. Wilde, der entnervt war, sagte, der Zug ist abgefahren, es ist zu spät. Und so wurde Wilde dann am 6. April 1895 wegen grober Unanständigkeit gemäß Abschnitt 11 eines Strafgesetzänderungsgesetzes von 1885 wegen homosexueller Handlungen verhaftet. Ich habe Ihnen bei der Ausgrenzung der gleichgeschlechtlichen Liebe erzählt, dass im 16. Jahrhundert im Zuge der Säkularisierung in England das Vergehen homosexueller Handlungen in die Hände des Staates übergegangen war und das sogenannte Buggery-Gesetz von 1533 hatte Bestand bis 1828 und wurde dann im Zuge des 19. Jahrhunderts umformuliert und zu einer Straftat umgewandelt. Vorher stand sogar die Todesstrafe darauf.
Während seiner Untersuchungshaft bekam er regelmäßig Besuch von Douglas. Der Prozess wurde dann am 26. April eröffnet. Wilde bekannte sich für nicht schuldig. Einige seiner Freunde verließen aus Angst in jener Zeit das Vereinigte Königreich. Und dann äußerte sich Wilde in diesem Prozess öffentlich und es zeigt sich, wie er verfangen ist in seiner Vorstellung eben, dass die Wirklichkeit eine menschliche, die Erkenntnis der Wirklichkeit menschlicher Subjektivität obliegt, ihr unterworfen ist, dass was die Wahrheit ist, was die Wirklichkeit ist, letztlich die Kunst des Menschen ist. Und das hatte eben Ende des 19. Jahrhunderts zu diesem ausgeprägten Kunstbegriff geführt. Und so reagierte er und zeigt in seinen Antworten, dass er so verhaftet war in dieser philosophischen Vorstellung, dass er verkennt, dass es zu jener Zeit Menschen gibt, gerade auch in England, die in anderen Wirklichkeitsvorstellungen leben, in anderen Realitäten. Ich zitiere, der Ankläger hat ihn gefragt, was ist, Zitat, die Liebe, die es nicht wagt, ihren Namen auszusprechen? Und Wilde antwortete, die Liebe, die es nicht wagt, ihren Namen auszusprechen, in diesem Jahrhundert ist eine so große Zuneigung eines Älteren zu einem jüngeren Mann, wie sie zwischen David und Jonathan bestand, wie sie Platon zur Grundlage seiner Philosophie machte und wie sie finden in den Sonetten von Michelangelo und Shakespeare. Es ist diese tiefe spirituelle Zuneigung, die so rein wie perfekt ist. Sie diktiert und durchdringt große Kunstwerke wie die von Shakespeare und Michelangelo und diese beiden Briefe von mir, so wie sie sind. Sie wird in diesem Jahrhundert missverstanden, so sehr missverstanden, dass sie als die Liebe, die es nicht wagt, ihren Namen auszusprechen, beschrieben werden könnte. Und deshalb bin ich da, wo ich jetzt bin. Sie ist schön, sie ist fein, sie ist die edelste Form der Zuneigung. Daran ist nichts Unnatürliches. Sie ist intellektuell und sie existiert wiederholt zwischen einem älteren und einem jüngeren Mann. Wenn der ältere Mann Intellekt hat und der jüngere Mann all die Freude, Hoffnung und den Glanz des Lebens vor sich noch hat. Dass es so sein sollte, versteht die Welt nicht. Die Welt macht sich darüber lustig und stellt einen manchmal dafür an den Pranger. Man sieht aus dieser Antwort von Wilde, dass er gänzlich in den Sphären einer Welt lebt, die ihn mit der brutalen Realität des 19. Jahrhunderts in England nicht konfrontiert, die er nicht kennt. Und deshalb, diese Äußerungen waren kontraproduktiv für das Urteil für ihn. Er wurde wegen homosexuellen Verhaltens noch stärker skandaliert. Und dieser erste Prozess konnte aber noch mit keinem Urteil beendet werden, da die Jury kein Urteil fällen wollte. Nun kam Wilde zunächst auf Kaution frei und versteckte sich bei Freunden zu Hause. Der Verteidiger des Marquess von Queensberry, Edward Carson, wandte sich nun an den Generalstaatsanwalt in England und fragte ihn, ob man nicht diesen ganzen Fall jetzt unter den Tisch kehren können wir den Burschen jetzt nicht einfach loslassen. Aber es war zu weit geschritten und der Generalstaatsanwalt
Frank Lockwood sagte, der Fall war zu politisiert, es war zu offensichtlich, dass Wilde homosexuelle Handlungen praktiziert hatte. Man könne ihn nicht fallen lassen. Es kam zum letzten Prozess unter dem Richter Justice Wills und am 25. Mai wurden eben Wilde und ein zweiter Angeklagter Alfred Taylor wegen grober Unanständigkeit zu 2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Das war die Höchststrafe und selbst der Richter sagte, er halte diese Höchststrafe für völlig unangemessen für einen Fall wie diesen und dass der Fall der schlimmste Fall war, den ich je untersucht habe. Wilds Antwort darauf war, und ich darf ich nicht sagen, mein Herr, aber die Öffentlichkeit war gegen ihn und er wurde mit Buhrufen übertönt. Wilde kam zunächst ins Newgate-Gefängnis in London, dann ins Bentonville-Gefängnis, musste harte Arbeit leisten. Das bedeutete, er musste täglich viele Stunden auf einem Laufband gehen. Und das ist eine ganz schwere Beinarbeit gewesen, die er auch körperlich nicht schaffen konnte. Er erhielt nur die Bibel und The Pilgrim's Progress zum Lesen. Er musste Taue aufdröseln in einzelne Fasern. Schließlich wurde er ins Wandsworth-Gefängnis nach London verlegt. Harte Arbeit, harte Kost, hartes Bett. Er wurde krank. Er stürzte, sein Trommelfell riss und das führte schließlich auch später zu seinem frühen Tod. Schließlich wurde er im November in ein westlich von London gelegenes Gefängnis namens Reading Gaol überführt und als er überführt wurde, erwartete ihn die Menge am Bahnsteig und verhöhnte ihn und spuckte ihn an und das machte ihn dann moralisch endgültig nieder. Zum Schluss bekam er dann sogar Papier und Stifte, erhielt Zugang zu Büchern und Schreibmaterialien. Er verlangte die Bibel auf Französisch, die italienische und deutsche Grammatik, altgriechische Texte, Dantes göttliche Komödie und einen Roman über die christliche Erlösung. Er wurde ein Christ im Gefängnis. Er überwarf sich in jener Zeit mit Douglas, mit Bosie, weil Bosie gesagt hatte, wenn du es nicht bist, auf deinem hohen Podest bist du nicht interessant. Daran zeigte sich, wer sozusagen wirklich auf seiner Seite stand, aber er vergab Douglas und nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kamen die beiden auch nochmal zusammen in Frankreich. Nach seiner Entlassung ging Wilde endgültig nach Frankreich und blieb dort. Er wollte bei den Jesuiten eine Exerzitien 6 Monate lang vollziehen. Diese Bitte wurde ihm abgelehnt, was er weinend kommentierte. Ich beabsichtige, in die katholische Kirche aufgenommen zu werden, sagte er, als er nach seinen religiösen Absichten gefragt wurde. Und es war ganz schrecklich für ihn, dass ihn diese Kirche ablehnte. Er nannte sich in jener Zeit Sebastian Melmoth, nach dem heiligen Sebastian und nach der Titelfigur eines Romans seines Großonkels. Einzelne Freunde, Robert Ross und auch Douglas, besuchten ihn in Frankreich. Wilde lebte dann mit Douglas sogar einige Monate in der Nähe von Neapel im Jahr 1897, aber die Familien brachten sie endgültig auseinander. Seine letzte Adresse war eben ein schmuddeliges Hotel in der Rue des Beaux-Arts in Saint-Germain-des-Prés, Paris. Er war ganz schrecklich arm. Er gab sein ganzes Geld in Alkohol aus.
Seine Frau verweigerte ihm den Zugang zu sich und zu seinen Söhnen. Er begegnete auf der Straße einigen früheren Bekannten und das waren ganz schreckliche Begegnungen, sodass er zum Schluss nicht mehr aus dem Zimmer in dem Hotel hinausging. Und er scherzte: Meine Tapete und ich kämpfen ein Duell aufs Leben und Tod. Einer von uns muss gehen. Er wurde immer kränker. Er hatte einen Albtraum, wie er einem Freund berichtet. Ich habe geträumt, dass ich gestorben bin und mit den Toten zu Abend gegessen habe. Worauf der Freund antwortete: Ich bin sicher, dass sie das Leben und die Seele der Party gewesen sein müssen. Wilde starb am 30. November 1900 an Meningitis, an den Folgen seines Gefängnisaufenthaltes in England. 2017 gehörte er zu den geschätzt 50.000 Männern, die wegen homosexueller Handlungen in England begnadigt wurden. Da seit 2017 dass die homosexuelle Handlungen nicht mehr als Straftat galt und schon 1967 in England und Wales entkriminalisiert worden war. Es ist im Jahr 2000 ein Originalprotokoll des Verleumdungsprozesses ans Licht gekommen, das sehr widersprüchlich kommentiert wurde. Sein Enkel hat ihn in Schutz genommen, gesagt, diese Arbeiterjungen seien willige Partner gewesen. Andere sagen, dass Wilde auch heute strafrechtlich wegen dieser Beziehungen verfolgt werden würde, weil diese Jugendlichen eben minderjährig waren. Unter anderem, Wilde war 39, einer der junge Conway war 16 Jahre alt. Der Fall Oscar Wilde ist einer der anrührendsten Fälle für die Ausgrenzung der gleichgeschlechtlichen Liebe im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund eines Geschlechtermodells, das nur eine binäre Beziehung kennt, Mann und Frau. Betroffen ein Mann der Literatur, ein literarisches Genie und ein Mann, der ganz verhaftet ist der Philosophie jener Zeit, die geprägt ist von einem radikalen Subjektivismus, wo die Schönheit vom Menschen in die Welt gebracht werden muss, wenn sie Gott nicht mehr in die Welt bringen kann, in einer Zeit des größten Materialismus, des größten Utilitarismus, es ist gut, was nützt. Und dagegen einen Idealismus im wahrsten Sinne des Wortes, im philosophischen Sinne des Wortes, dem Wilde treu geblieben ist und der auch zu seinem Verhängnis geworden ist vor Gericht, weil ihn das Gericht, das nun einer anderen Realität verpflichtet war, darin nicht folgen konnte.